Finde ich richtig schön, dass du wieder dabei bist. Heute testen wir wieder richtig viele Produkte und zwar so, sag ich mal, gehypte Produkte. Gehypte Produkte wie zum Beispiel so ein Fixing Spray für 10 Euro. Für 10 Euro, wo ich sagte, ein Blush für 10 Euro, wo ich sage, okay. Ein neues Puder werden wir testen von Catrice. Eine Foundation, die es schon länger gibt, aber die hier ewig lange schon in meiner Schublade liegt. Und ein paar andere Sachen noch, zum Beispiel auch dieser fantastische Lippenstift hier, obwohl es kein Lippenstift ist. Wenn dich interessiert, was das denn alles ist und was ich dazu zu sagen habe, oder ob ich sage, das ist komplett für die Tonne oder bewahr den Kassenbon auf und bring das wieder zurück, das klären wir hier jetzt heute ab. So ist das. Wenn du Lust dazu hast, schnapp den Kaffee, schnapp den Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Das Sommer wieder, ne? Wie man so sagt, ne? Wieder ein paar neue Produkte ausprobieren. Und ich warte gar nicht lange, sondern ich fange an, weil da ziemlich viele Sachen heute sind, die für mich auch komplett neu sind oder die echt schon wirklich ein bisschen länger hier liegen und jetzt ausprobieren werden wollen. Was rede ich schon wieder? Und passend zu meinem Halsgeschmeide und zu den kleinen Perlchen hier, nehmen wir heute mal die richtig charmante Perlen. Zurückharlig Reihe. Und dann geht es auch gleich los, damit ihr auch alles richtig schön sehen könnt. Ich bin natürlich ungeschminkt, ist ganz klipp und klar. Wir probieren nämlich eine neue Foundation aus. Ich habe eine schöne Morgenroutine gemacht, schön eingecremt, tralala hin und her. Und wir fangen jetzt ganz einfach mal an. Ich muss mich erstmal hier orientieren. Ich habe hier so alles vollgepackt irgendwie, aber nicht sortiert, sondern alles so wild west durcheinander. Deshalb muss ich hier mal so ein bisschen mal gucken. Ne? Ja, man kann sagen, ich bin royale Abstammung. Ne? So mit den Perlen und so, wie so ein Diadem, ne? Hatte ich schon mal gesagt. So, wir fangen an mit der Maybelline. Das ist jetzt nichts Neues. Es gibt eine neue von Maybelline, aber ich habe mir die mal angeguckt, die neue. Und ich finde, die hatte ich hier noch liegen zu Hause. Die ist noch original verpackt, dass die relativ ähnlich aussehen, würde ich mal so sagen. Auch von der Beschreibung und so weiter. Die ist wirklich nur original verschlossen. Die habe ich noch nie ausprobiert. Und zwar ist das die Fit Me Matte and Poreless. Normal to Oily Skin oder Normal to Early Foundation. Farbton 115 habe ich hier. Bin ich mal gespannt. Es könnte ein bisschen eine helle Geschichte werden, weil so ein bisschen Sonnenbräune habe ich ja noch. Aber wir schauen mal. Ich finde die neue, die kostet, muss ich lügen, 13 oder 14 Euro. Finde ich schon. Ich fand L'Oréal früher schon immer teuer, ne? Mit 10 Euro oder 12 Euro. Da muss ich sagen, dass das schon eine Menge Holz ist. Und ich weiß nicht, so von der Beschreibung her, ich habe sie gar nicht geschüttelt, ich drehe sie nochmal zu und schüttel die nochmal. Von der Beschreibung her, muss ich ehrlich sagen, kam mir das irgendwie alles relativ gleich vor. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast das Ding noch in der Schublade liegen, dann probier da erstmal das. Und wenn die blöd ist, dann probieren wir vielleicht irgendwann mal die andere nochmal aus. So. Kleines, nö, das könnte was werden. Es sah so hell aus, es heißt auch Ivory, glaube ich, der Farbton. Irgendwo hatte ich das gelesen, weiß ich nicht. Aber so, wir gucken mal. Wir machen mal eine Seite. Wir fangen an mit dem Beauty Blender. Und ich nehme jetzt einfach mal ruhig diese flachere Seite hier und trage mir das jetzt erstmal so ein bisschen mit dem Beauty Blender auf. Das Ganze soll ein mattes Finish, wie die Foundation ja auch schon namentlich sagt, solltet herzaubern. Ich finde das überhaupt nicht zu hell, der Farbton. Ich muss mal ein bisschen hier, warte mal kurz den Spiegel hier rüberstellen. Ich finde das überhaupt nicht zu hell. Das passt richtig gut. Mensch, so langsam, das übt sich auch so beim Aussuchen langsam, ne? Deckt schön die Rötung ab, also hat eine. Keine mega starke. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da wieder ganz anders rangegangen, weil ich dachte, so eine matte Foundation, das holt ja alles an Falten hervor, was irgendwie sich auf deinem Gesicht hier so rumtummelt. Ich versuche das jetzt hier nochmal aufzubauen. Ja, kannst du auch super aufbauen. Warte mal, meine Perlenkette hier sitzt hier nicht richtig. Jetzt habe ich das gleich in Haare drin. So ist besser. Sieht auch richtig schön idiotisch aus, aber ist jetzt egal. Es geht ja hier um die Foundation und nicht den Preis für weltbestes Aussehen beim Schminken kriegen. Ne? Kein Schreck kriegen. Was hier noch drauf stand bei der Foundation, es stand drauf, dass es natürlich.
mattes Finish macht. Man weiß auch nicht, was das jetzt war. Ach, das Kabel ist runtergefallen. Soll ein mattes Finish machen, was es ausnahmslos macht. Ich finde gar nicht so totmatt, sondern so ein bisschen, ne? Glow ist noch da, gleicht das alles wunderbar aus und es soll poreless machen. Also es soll porenfrei machen, dass man hier die, ich sag mal die Fischmäuler, ne? Dass man die nicht sehen kann. Also ich finde schon, sie zaubert ein schönes, feines Hautbild, aber ich setze jetzt echt nochmal die Brille auf. Warte mal, ich hole den Spiegel mal ran, ne? Aber dass sie jetzt so mega poreless macht, also die versteckt es schon, ne? Sieht man das? Seht ihr das auch hier? Hier, mumumur, da, nix mumumur. Das macht er schon. Jetzt, wo sie so ein bisschen antrocknet, finde ich schon, guck mal hier, könnt ihr das sehen? Muss gut einarbeiten das Ganze und eine dünne Schicht nehmen, weil ansonsten setzt sich das, wenn du zu viel Produkt nimmst, was ich auch befürchtet hatte, ich meine, man kennt sich ja mittlerweile aus, wenn du zu viel nimmst, ich würde jetzt einfach nochmal ein bisschen Produkt hier abnehmen, wenn du zu viel nimmst, wird das schnell cakey. Also ganz, ganz, man nimmt sowieso immer viel zu viel. Viel zu viel. Ruhig ein bisschen Produkt abnehmen, aber ansonsten für 6,95 und wer es matt mag, ich kann nichts dran aussetzen. Daumen nach oben, habe ich nichts zu mäkeln. Finde ich ein tolles Teil aus der Drogerie von Maybelline. Maybelline ist immer so ein bisschen, die schlurfen immer so ein bisschen hinterher, ne? Also bei mir ist es zumindest so. Kann ich nicht mäkeln. Finde ich richtig gut, tolles Produkt. Fängt wieder gut an, Produkt 1. Produkt 2. Probieren wir aus. Ich dachte mir, wenn wir jetzt so eine matte Foundation nehmen, also die so ein bisschen matt ist, was ich, bin ich sehr gespannt dran, wenn die noch einen längeren oder länger so über den Tag hält, finde ich das richtig gut. Ich dachte mir, zu diesem matten Look machen wir jetzt ganz einfach ausgleichshalber oder weise. Diese hier, die liegt auch schon ein bisschen länger hier bei mir. Ich weiß gar nicht, ob es die aktuell schon in den Regalen gibt. Und zwar sieht die richtig lecker aus. Also die sieht aus wie eine leckere Schokoladen-Kreation. Ist aber ein Cream, eine Cream-Kontur-Palette. Also das ist so, um Kontur, ein bisschen Gesicht aufzuwärmen, ein bisschen zu formen, wenn man, wie ich, so ein bisschen Domino-Steinbacken langsam kriegt und Spekulatius-Backen. Da sind verschiedene Töne bei, ein bisschen warmes Braun, ein bisschen kühles Braun, so ein bisschen ins Rötliche gehend, so ein bisschen Stützstrumpffarben, sage ich mal. Und hier ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen so wie, ja, so, weiß ich nicht, wie so ein Highlight irgendwie so ein bisschen. Werden wir mal gucken, werden wir alles mal ein bisschen ausprobieren. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Contour. Contour. Na gut, komm, ich habe die Perlen an, ne? Ich darf Contour, darf ich sagen, heute. Ich habe das Ganze ja, wie gesagt, noch nie genutzt. Das seht ihr auch, ist unbenutzt hier. Ich habe übrigens alle Produkte unten verlinkt. Das kleine Schätzchen hier, ich werde das einfach mal ausprobieren. Und zwar mal mit diesem Pinsel hier. Das ist von Real Techniques. Unbezahlte Werbung, habe ich mir selber gekauft, wie auch alle anderen Produkte. Und gut, schön gleich eingesaut, die Palette, ne? Probieren wir mal aus. Immer wenn du sowas ausprobierst, mach niemals den Fehler, tupps hier rein und dann Attacke ist blöd. Und gerade erstmal, wenn du ein Produkt überhaupt nicht kennst, ein sehr, sehr schöner, aschiger Ton. Ein perfekter Konturton. Finde ich richtig gut. Also immer erst auf dem Handrücken so ein bisschen einklopfen und abschwächen die Farbe. Und dann fangst du an. Merkst selber, ne? Ich mache es so, also es kommt auf die Gesichtsform drauf an. Man kann seinen Wangenknochen ja hier erfüllen. Trotz dem ganzen Wackelpudding. Ich habe immer so Plausbäckchen. Die Foundation fühlt sich übrigens richtig gut an. Also ich spüre sie eigentlich gar nicht, sondern wie eine schöne Creme. Hier spürt man den Wangenknochen und dann setzt du das einfach hier so an und gehst hier nach oben. Ich würde es nicht so gerade machen. Du kannst das auch ausprobieren. Vielleicht sieht das bei dir auch mega schön aus. Aber ich würde es ein bisschen so nach oben ziehen, weil wir wollen das Gesicht ja so ein bisschen, ne, so ein bisschen nach oben ziehen und dann immer schön nach oben verblenden. Also jetzt nicht so, ne, so ein bisschen mit Gefühl in den Finger, ne, nicht da hier, sondern ein bisschen mit Gefühl und dann läuft das auch. Ich möchte das gerne hier auch so ein bisschen runterholen, meine Stirn, meine hohe Denkerstirn. Das ist ein ganz, ganz toller Contouring-Ton, seht ihr auch hier, ganz aschig, ganz
Ja, wie halt ein Schatten aussieht, finde ich richtig schön und gefällt mir schon mal sehr gut. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen den kleinen Finger nehmen und mal in dieses. Die sind übrigens butterzart. Butterzart, diese Töne. Und damit gehe ich jetzt einfach mal hier rein in den Augenwinkel und gucke mir mal an, wie das Ganze so aussieht. Habe ich euch ja schon öfters gezeigt. So in den Augenwinkeln, hier wo der Sandmann sitzt, ne? Wenn du das so ein bisschen aufhältst, sieht das Auge wacher aus. Das ist ganz einfach so. Und dafür sind solche Töne in der Palette gut. Dunkel setzt zurück, hell holt hervor. Und das macht wirklich so Pling. Und das sieht nachher, wenn wir das Augen-Make-up haben, richtig, richtig schön aus. Ich mache das auch immer gerne hier hinten. Da hat man immer so von Natur aus hier so einen dunklen Punkt. Und der geht bei mir auch ein bisschen runter. Mit Kontur ist irgendwie ein bisschen blöd manchmal. Man könnte einen Concealer nehmen. Man kann aber auch sowas hier, so eine Palette für alles nehmen. Könnt ihr auch sehen, ist sehr, sehr zart der Ton. Man kann sich das unter der Augenbraue machen. Du kannst dir das überall hin machen, wo du willst. Finde ich schon mal gut. Ich nehme jetzt einen oder den, wir auch gerade für die Foundation genommen haben, nehme ich jetzt diese schmale Seite und gehe jetzt mal in dieses warme Braun hier rein. Das werde ich mir jetzt erstmal auf dem Handrücken auch mal ein bisschen abklopfen. Das ist etwas wärmer wie der Ton, den wir gerade eben hatten hier. Ich muss jetzt mal gucken, ohne Brille. Nee, der hier unten war das. Die sind ganz, ganz butterzart. Ganz, ganz butterzart. So sieht das aus. Und damit möchte ich jetzt ganz einfach mein Gesicht aufwärmen. Die Kontur lasse ich hier in Ruhe, sondern ich gehe jetzt einfach am Rand der Kontur. Da gehe ich jetzt einfach daher und gehe jetzt einfach mal mit diesem etwas helleren Braun auch so ein bisschen über den Rüssel rüber. Und je nach Intensität, wie ich das gerne haben möchte, das mache ich dann einfach so ein bisschen, dass ich das so. Ihr könnt das sehen, es ist immer schwer zu beschreiben, aber ich wärme das jetzt einfach auf und es gibt jetzt so ein bisschen Sommerbräune. Das mache ich auch wirklich hier oben an der Stirn hin. Hier in der Mitte lasse ich frei, hier auch frei. Man kann das auch hier unten am Doppelkinn, auch übrigens mit diesen anderen, sehr, sehr gut machen. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich mir meine pinke Bluse damit versau. Deshalb lasse ich das einfach sein, weil ich bin so ein totaler Spezi mit sowas. Deshalb bin ich auch immer froh, auch wie jetzt, dass die Foundation so schön passt, dass ich am Hals nicht lang gehen möchte. Gerade jetzt Strickpullis in Weiß oder so ist ja bombastisch, wenn du da schöne braune Flecken dran hast. Da freust du dich richtig. Deshalb lasse ich das meistens weg. Ich habe ein Doppelkinn und dann ist das eben zu sehen und dann ist es eben so. Dann muss ich eben so machen. Jetzt sehr gut. Die Foundation kommt jetzt auch nicht hoch und sagt, nee, also wir beide hier nicht. Absolut. Auch Daumen nach oben, finde ich eine tolle Palette. Und ich muss ehrlich sagen, von der Foundation hier, da stand ja drauf Poreless. Ich finde schon, dass meine Haut feiner aussieht. Wir kommen nachher nochmal zu einem Produkt, das auch so ein Blurring-Produkt ist, was die Poren und das Hautbild nochmal verfeinern soll. Also feiner geht es dann nicht, so wie wir es heute machen. Vorausgesetzt, das funktioniert alles so. Bis jetzt. Ich glaube, dieses Produkt, das haben schon ganz, 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 ganz viele von euch zu Hause. Also das ist, es ist immer leer. Es ist immer leer bei uns in der Drogerie, egal wann ich da hingegangen bin. Oder die Töne, die ich nicht haben wollte. Ich glaube, dass der für mich so eine ganz feine Sache hier ist. Und zwar ist das ein Buttermelt Blush von NYX Professional Make-up. Und das hier ist die Farbe 06. Ich muss jetzt lügen. 4, 5, 6, ich weiß das nicht, in so einem kleinen, zauberhaften Kästchen hier drinne. Und wie immer, erstmal ein Rüssel rein, ne? Ah, das ist auch eine Farbe, ne? Das ist Mamas, ne? Natürlich jetzt erstmal mit dem Finger rein und das ist wirklich butter, butterzart. Und Vorsicht ist hier geboten. Ich gehe jetzt einfach mal mit dieser Seite von dem Beauty Blender. Ich habe nämlich kein einziges mehr, die sind alle in der Wäsche. Gehe ich jetzt mal hier rein. Also das ist ein Produkt, das kannst du in die Erbmasse einfließen lassen, glaube ich. Ne? Wenn du das jetzt in unserem Alter kaufst, dann kann das noch jemand erben von deinen Kindern oder so. Weil bei der Farbabgabe wirst du nicht viel brauchen. Eher weniger würde ich auch auf jeden Fall hier abstreifen. Das ist schon viel zu viel. Das ist viel zu viel, was ich habe. Das sieht dann so leicht overblushed aus. Und ich fange jetzt mal ganz
leichtsinnig hier mal an. Und wenn man das so ganz zart macht, dann ist auch gar nichts los, ne? Aber da, oh, ist Granate, ne? Also wirklich hier die Soft-Variante. Das kann man auch hinsetzen, das Blush, wie man es gerne mag. Aber wenn du das so vorsichtig nimmst, ist das schon eine richtig tolle Farbe. Richtig, richtig schön. I like it. Ich mache das gerne auch mal so ein bisschen so over the Augenbrauen. Also aufpassen damit, so wie hier habe ich jetzt schon etwas zu viel genommen. Also das ist wirklich was für die Erdmasse. Also, das ist echt so. Ich glaube, vielleicht machen wir es jetzt auf der anderen Seite mal. Ist das auch ganz sinnig, wenn du das wirklich nur so mit den Fingern so einmal hier reingehst und dann mit den Fingern das hier so aufträgst, da wo du es ungefähr hinhaben willst und dann mit dem Beauty Blender drüber gehst und dann nochmal ein bisschen verteilst. Also da musst du richtig mit aufpassen und erstmal zu Hause üben, bevor du morgens hier da drauf machst und dann eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kommst, weil du leicht overblushed bist. Granatenprodukt, würde ich mal sagen, ne? Mega Farbe. Mega pigmentiert. Ich finde ich toll. Es hat auch so ein bisschen Glow drin. Also sieht man auch so ein bisschen hier. Ist ja wirklich eine tolle Farbe, ne? Vielleicht gibt es auch andere davon, die weiß ich jetzt ja nicht, die etwas abgeschwächt sind in der Variante, ne? Ich habe jetzt hier auch, da habe ich richtig lange gut von noch. Das muss ich erstmal sauber machen. Also grandios. Ich möchte gerne nochmal ausprobieren und das Ganze so ein bisschen noch fixieren. Und zwar von Catrice das Bright and Blur Loose Powder. Hier steht nochmal hinten drauf, also das ist 010 Soft Pink. Und das ist wirklich weichzeichnender Puder. Mit optisch aufhellendem Effekt kaschiert Unebenheiten, Entschuldigung, für alle Hauttöne. So sieht das Ganze hier aus. Ich halte das hier mal so ein bisschen rein. Und ihr könnt ja auch schon sehen auf meinen Fingernägeln, ne? Das könnt ihr sehen. Habe ich ja letztens bei Instagram gesagt, dass ich das heute verrate. Habe ich eigentlich Licht hin? Dann? Ja, das fällt mir jetzt ja auch früh ein, ne? Dass ich euch gleich verrate, was ich hier auf meinen Nägeln habe. Und zwar war das wirklich so in 5 Minuten fertig gemacht. Und das ist wirklich auch tatsächlich aus der Drogerie. Aber jetzt befassen wir uns erstmal hier mit dem Püderchen, das habe ich auch wirklich noch nie probiert. Hier ist ja immer so eine Folie drauf. Und früher habe ich die immer ganz abgerissen, ne? Würde ich nicht machen. Man kann sie auch wirklich im Deckel hier jetzt so ein bisschen aufbewahren oder wie auch immer. Weil wenn das Puder jetzt gut ist und ich sage, das würde ich gerne mal mitnehmen, ist das immer blöde, weil das ja alles rein pufft im Deckel. Ich rede jetzt auch wieder kompliziert, ne? Sehr schweinchenrosa. Passt sehr gut zu meiner Bluse, aber auch passt dann, wenn du so Schatten und so weiter hast. Gerade auch unter den Augen, wenn du Augenringe hast und das so ein bisschen abpudern möchtest. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, mit der Folie. Die bewahre ich mir immer ein bisschen auf, weil sonst hast du das nachher da im Deckel drin, machst das irgendwo auf dem Hotel und hast du ganze Zeugs nachher, was weiß ich, wo liegen. Ne? Interessante Farbe, sehr, sehr pink. Also ich kenne Puder, was leicht pink ist, also irgendwie hatte ich heute den richtigen Riecher mit meiner Bluse heute hier, weil das doch recht pinklastig alles ist. Das in der Art habe ich das noch nicht gesehen. Ich nehme jetzt einfach mal so einen ganz, ganz großen Pinsel hier und gehe jetzt hier mal so ein bisschen rein, arbeite mir das in den Pinsel hier ein. Das staubt auch richtig schön. Riecht das eigentlich? Ja, das hat einen schönen Geruch. Und da gehe ich jetzt mal so ganz vorsichtig hier drüber. Und auf der anderen Seite machen wir das hier mit so einem Quasti, ne? Das riecht irgendwie jetzt riecht das irgendwie komisch, so nach Weizen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann da jetzt nichts. Ich komme mal näher ran. Warte mal, ich komme mal näher ran. Buh. Da ist sie wieder, ne? Ich habe das jetzt wirklich nur so aufgestäubt und einmal hier so drüber gemacht. Also das, ja. Wir machen das auf dieser Seite. Das machen wir jetzt. Wir lassen das jetzt einfach so groß. Habe ich hier vom Make-up-Coach so einen Quast. Gibt das auch von allen möglichen Firmen. Muss jetzt nicht Make-up-Coach sein. Habe ich hier einfach unten liegen. Ich nehme jetzt nochmal so ein bisschen Puder hier nach.
arbeite mir das mal so ein bisschen in die Spitze hier rein. Und wenn man richtig große Poren hat und die mit dem Puder irgendwie eliminieren möchte, ist natürlich so ein Puder hier, so ein Blurring and Poreless Puder natürlich perfekt. Wenn das so jetzt nicht den Effekt bringt, den du jetzt gerne hättest. In der T-Zone habe ich immer sehr vergrößerte Poren, zum Beispiel hier. Dann nimmst du dir so ein Quasti und gehst hier rauf und drückst das richtig in die Haut rein. Ich hoffe, man kann den Unterschied sehen, außer dass das jetzt auch ein bisschen rot ist, weil ich da jetzt richtig drauf rumgejuckelt habe, dass man sich das richtig so in die Poren ganz einfach reindrückt. Dann hast du wirklich den ganzen Tag hast du damit Ruhe. Bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt ein unterschiedliches Ergebnis gibt. Wahrscheinlich ist das minimal. Nee, ist nicht minimal. Ich sehe das hier. Ich sehe den Unterschied. Ich setze jetzt mal meine Brille auf. Jetzt wollen wir das mal genau wissen. Ne? Was habe ich denn hier? Oh, den Kleber vom Puder, ey. Oh Gott, willkommen bei Mutti, ne? Die sind wirklich verschwunden. Ich bin poreless. Ja, hat auf jeden Fall einen Effekt. Ich weiß noch nicht, ob dieses Rote, ob das jetzt vom Draufdrücken kam oder ob das jetzt davon kam, dass das wirklich so, so rosa hier ist. So, ich muss ein bisschen zusehen hier, sonst wird das Video wieder so lang, ne? Ich mache immer so lange und auch so viele Videos immer im Moment, ne? Deshalb erzähle ich euch nochmal schnell, also hier auch für Daumen nach oben. Daumen nach oben, tolles Produkt, mag ich, finde ich gut. Es macht gar keinen Spaß, wenn ich nicht einmal den Daumen nach unten machen kann. Ja, ein paar haben wir ja noch. Um die Frage mit den Nägeln zu beantworten, das könnt ihr jetzt hier sehen, das sind so Nagelfolien und zwar sind das diese hier von Trended Up. Die habe ich mir mal mitgenommen, die liegt hier schon ein bisschen länger. Ich glaube, die gibt es auch aktuell noch immer. Und zwar sind das diese hier. Ich versuche die mal jetzt hier so ein bisschen rauszupulen. Ich finde immer so durchsichtige Folien. Diese hier, könnt ihr das sehen? Die sind immer sehr, sehr dankbar. Habe ich auch unten verlinkt. Habe ich unten verlinkt in der Infobox. Kosten 2 Euro etwas. Finde ich richtig cool. So sieht die Umverpackung aus. Ganz einfach gemacht, ganz schnell. Okay, das wird jetzt nicht 3 Wochen halten, da müssen wir nicht drüber reden. Okay, diese hier habe ich mir auch mal mitgenommen, waren runtergesetzt. 1,25 Euro von Rival Loves Me. Kann ich noch nichts zu sagen, wie man sehen kann, noch nie benutzt. Und die habe ich mir heute mitgenommen, beziehungsweise gestern, also oder heute für mich ist Samstag. Ich war noch mal kurz da, wir brauchten noch mal Klopapier. Und da muss ich natürlich da noch mal vorbeihuschen und habe mir diese hier mitgenommen. Die testen wir demnächst aus. War auch bei 2,75 oder irgendwie so. Von B-Routine. 24 Stück sind hier drin. Nagelfolie rot, ist klar. Und dieses hier in rosa, das hätte ja heute mal das Finale gegeben. Aber es ist ja, es ist hell jetzt hier. Dann kann man die Farben nicht richtig sehen, ne? Doch, jetzt kann man das sehen. Sehr schön, werden wir nächstes Mal ausprobieren. So ist es. So, ich habe jetzt noch drei Produkte haben wir noch. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen Gas geben, ne? Ich sabbel mich auch gerne fest, ne? Aber ich finde es selber spannend, Produkte auszuprobieren. So, wir haben von Trended Up Augenbrauenstifte. So, pass auf, Eyebrow von Trended Up, das ist der Pandas Wasserfest. Den gibt es einmal in dem Farbton, ich muss jetzt mal gucken, 204. Der ist so ein bisschen heller. Und einmal die 64, habe ich auch unten verlinkt, also nicht die Farben. Hier steht drauf nochmal 40 und 20, steht hier drauf. Und hier steht nochmal drauf die 64, die ist ein bisschen dunkler. Und die 204 ist etwas heller. Das sind solche Klassiko zum Anspitzen. Sonst habe ich immer die mit der hellen Mine, aber ich ärgere mich irgendwie immer wieder drüber. Jetzt habe ich das Ding schon wieder hier dran von dem Puder. Ne? Ja, ich möchte einfach nur ein bisschen nachformen. Also Farbabgabe hat der richtig gut. Ne? Guck mal hier, der ist so ein bisschen so aschig. Ein bisschen aschig. Und der hier? Der ist ein bisschen dunkler. Deshalb nehmen wir hier vorne den etwas aschigen. Lässt sich gut malen. Gut. Und hinten nehmen wir den etwas dunkleren. Also Augenbrauen ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Das ist ja auch... Aber gut. Schön. Also kann man schön, muss immer schön angespitzt haben. Ist weich, hat gute Farbabgabe. Mach jetzt so, die Bürste ist ein bisschen groß. Ne? Die ist für Muttis
Kleinen Augenbrauen ist es nichts. Viel zu groß. Hätten sie ein paar Borsten für mich sparen können. Aber es haben ja nicht alle so spärliche Augenbrauen wie ich. Gut, ein bisschen aufgefüllt. Ist ein, glaube ich, 3-Euro-Produkt. Was in Ordnung ist, behalten wir mal im Auge. First Impression. Daumen nach oben. Das ist irgendwie so ein Daumen nach oben Video, aber ist okay. Das nächste Produkt ist von L'Oreal. Da bin ich immer rumgeschlichen. Immer rumgeschlichen um dieses Fixing Spray, weil viele sagen, wow, das ist so toll. Und was mich jetzt eigentlich an der Sache, sag ich mal, bewegt hat, das zu kaufen, ist, dass hier drauf steht, kein Abfärben. Weil gerade, wie ich sagte, ich hätte das gerne mal am Hals hier, wenn ich dann nachher richtig blass wieder bin, wenn ich das am Hals runterziehe und dann eine helle Bluse oder einen hellen Pulli anhabe, habe ich keinen Bock auf Foundation, die dann an meinen Klamotten hängt. Und das würde mich jetzt schon mal interessieren, weil immer wieder gesagt wird, das ist perfekt, das färbt nicht ab und da kannst du einen weißen Pulli anziehen, da passiert gar nichts. Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt das erste Mal probieren, wie das überhaupt sich verhält. Hat einen stolzen Preis, also wenn das jetzt nicht funktioniert, würde ich das schon mal richtig doof finden. Es soll auch das Make-up natürlich in erster Linie super gut fixieren. Wir schauen mal. Es riecht gut. Natürlich schön kühl gewesen, das Spray. Wir lassen das einfach mal ein bisschen trocknen, machen in der Zeit die Lippen. Also es hat auch einen ganz feinen Sprühnebel, ganz, ganz fein. Wir lassen das jetzt ein bisschen trocknen, machen in der Zeit das Lippenprodukt, was ich hier noch habe. Und dann gucken wir, ob das abfärbt oder nicht. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wenn ich das auf meine Bluse kriege, dann ist das die Foundation, glaube ich, das kleinste Problem. Ne? Sondern das hier, das ist von Gosh, das ist der Lip Stain. Und zwar ist das eine hochpigmentierte, ich rück schon mal zur Seite, dass das, wenn auf dem Fußboden klängert und nicht auf meine Bluse, ist das eine hochpigmentierte Lippenfarbe. Das ist auch richtig schön flüssig, wie man das sehen kann. Ich werde das vorher noch mal ein bisschen schütteln. Das hatte ich im Goodie, nee, im, ja doch im Goodie Box Adventskalender drin. Da war das drin. Und da bin ich mal gespannt drauf. Das hat so einen kleinen hier Applikator, der so ein bisschen verbogen irgendwie aussieht. Keine Ahnung, ob das so soll. Der sieht so ein bisschen misslungen irgendwie aus. Aber okay. Es kitzelt. Und zwar ist das Prinzip, also es gibt ja schon mehrere Produkte davon, warte mal. Der kitzelt. Der Schiefe hier. Das ist ja eine tolle Farbe. Guck mal hier. Das ist schön. Und zwar ist der Sinn der Sache, dass das, wie gesagt, hochpigmentierte Farbe ist. Wenn du einmal rüber gehst, hast du ein zartes Ergebnis, was stundenlang wirklich halten soll. Und ich finde die Farbe grandios. Grandios, die finde ich richtig gut. Ist schon ein bisschen Hingucker. Und ich habe das jetzt tatsächlich hier auf dem Finger. Ich habe das jetzt versucht ab. Ja, jetzt so, ne? Das war, ist jetzt an Mittelfinger. Ich kann da jetzt auch nichts für. Wollte ich das hier abwischen und da ist die Farbe. Also, wenn du das irgendwo auf deine Klamotten kriegst, kannst du sie schwarz färben. Das war's, ne? Finde ich gut. Wir behalten das im Auge, wie lange das Ganze hält. Habe ich auch unten verlinkt in der Infobox. Also wenn das funktioniert, finde ich das richtig gut, weil dann kannst du alle Lippenstifte wegschmeißen. Wenn du sowas hast, dann brauchst du das ja nicht, ne? Gloss drüber, fertig, ne? Letztes Produkt, was ich habe, ist noch eine Lidschattenpalette. Ich weiß gar nicht, ob wir die heute noch machen oder zumindest mache ich das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und zwar ist das so eine ganz unspektakuläre von Rival Loves Me. Die liegt auch schon vor der, oder ich habe in der Sommerpause habe ich sie gekauft. Da liegt die, oder seitdem liegt die bei mir schon im Schrank. Und wie ich es mir gedacht habe, dass dieses Lippenprodukt so schön bärig ist, haben wir in dieser Palette auch wunderschöne bärige Töne drin. Halt das doch mal so rum, dann kann man auch beide sehen, dich und die Palette. Da sind schöne bärige Sachen drin. Das könnte hier, dachte ich mir, zu dem Lippenstift, zu dem schönen Blush, zu der Bluse und so allgemein könnte das jetzt, wenn ich einen schönen Look hinkriege, könnte das gut passen.
Das ist eine der, sage ich mal, günstigsten Paletten mit in den Drogerien, die aber auch richtig gut sind. Und vor allen Dingen, finde ich, sind das so Einsteigerpaletten. Für alle Anfänger oder die sagen, ich schminke mich dreimal im Jahr, da muss ich keine Natasha Denona haben oder was weiß ich. So, ich möchte es einfach mal ausprobieren, ob das zu mir passt. Irgendwie trocknet es gerade hier und es schmeckt bitter. Na gut, okay. Schöne Einsteigerpalette mag ich gerne, mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf. Einfach mal einen schönen Look, der schön zu diesem rosigen Zeugs, wollte ich schon sagen, ganz einfach heute hier dazu passt. Schöne kleine Palette, mag ich richtig gerne, ist ein toller Look, also das sehr, sehr harmonisch. Also was mich richtig vom Hocker haut hier heute, ist gerade dieses Lippenzeug hier von Gosch. Das finde ich richtig, richtig schön, auch so knallig. Ich guck mal, ob es da auch noch andere, jetzt habe ich schon wieder hier hängen, ne? Es gibt auch immer so andere Farben wahrscheinlich noch, die richtig schön sind. Kannst auch super mit Lipgloss nochmal so ein bisschen toppen. Das ist der fertige Look hier, finde ich richtig, richtig, richtig schön, wie ich es immer sage. Es waren heute nur Daumen nach oben Produkte dabei. Es haben mir alle gut gefallen. Ach, wir wollten ja mal gucken, wie in dem Fixing Spray. Da wollen wir nochmal gucken. Alles Daumen nach oben Produkte und kann es nicht meckern. Und wir gucken jetzt nochmal, ob das jetzt abfärbt hier. Ich mache jetzt mal so. Autsch. Ganz minimal. Das war aber eher der Bronzer, glaube ich, hier. Dass ich da nicht. Aber nix. Ja, ist seine 10 Euro wert, würde ich mal sagen, ne? Also wirklich nicht. Hier, guck mal. Ja, gut, wenn du jetzt reibst, ne? Okay, gut. Dann natürlich ja, aber ansonsten. Nichts. Ist seine 10 Euro wert, würde ich mal sagen, ne? Bleibt auf jeden Fall bei mir. Tolles Zeugs. Alles Daumen nach oben Produkte. Mir hat das Ganze richtig, richtig Spaß wieder gebracht heute, das kann ich euch sagen. Das sind auch Produkte, die werden definitiv bei mir bleiben, weil die einfach nur gut sind. So ist das. Und ich finde, ich bin auch so gut, dass man mir gerne ein kostenloses Abo da lassen kann, denn so verpasst du ganz einfach keine Videos mehr von mir. Im Moment ist ja ein bisschen mehr Content, weil ich habe im Moment einfach Zeit. Und finde ich schön, weil du wirst immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt und mir zeigt das ganz einfach. Dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt und dass du gerne mehr von mir sehen möchtest. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Ich habe was vergessen, ein Parfum. Ein Parfum habe ich hier noch liegen von Avon und zwar Far Away. Ich soll nämlich jetzt noch fürs Wochenende einkaufen ein bisschen. Und das riecht richtig gut. Das ist nämlich das Taschenformat hier. In jeder meiner Handtaschen habe ich irgendwie so ein kleines hier drin. Und in einer liegt das Far Away von Avon. So ist das. Auch unten verlinkt in der Infobox. Jetzt aber. Es riecht gut. Tschüss. Erste Amtshandlung. Ich klebe jetzt erstmal das wieder rauf hier, weil sonst finde ich total faszinierend, das Puder. Dass das auch so pink ist, ne? Das finde ich total faszinierend. Aber es sieht jetzt nicht rosa aus bei mir auf dem Gesicht. Aber das finde ich gut. Erstmal klebe ich das jetzt hier wieder drauf. Damit, wenn das in meiner Schublade liegt, wo es ja nicht alleine liegt, sondern noch mindestens 20 andere Puder liegen, und ich das mal auf die Seite frank, dann habe ich das nicht alles im Deckel drin, ne? Weil das Ding hier stoppt hier. Ne? So ist das.
Schlauschiss-Tipp des Tages wieder. Ne? So ist es. Hat echt Spaß gemacht. Also ich bin begeistert. Man hat ja auch oft Produkte dabei, wo man sagt, auch wie das hier, ey komm, das wird so mega gehypt oder so. Aber das ist richtig gut. Das ist ein richtig gutes Produkt. So, mein Perlenkollier hier, das legen wir hier für nächstes Mal hin. Auch das hier wird auch mega gehypt. Dann dachte ich, ey komm, 10 Euro für ein Fixing Spray, ich bitte euch. Ne? Aber das scheint wohl sehr gut zu sein. Die werden wir auch im Auge behalten. Schneidet ab, die bleibt. Oder vielleicht gebe ich sie auch weiter, weiß ich nicht, weil ich habe einfach zu viele Paletten. So ist es. So, zuck die Buck, aufgeräumt hier.